So, jetzt bin ich wieder da mit der Aufnahme 5 und mein Mining Drill wird gerade aufgeladen, ist gerade gleich fertig und ich fange gleich sofort an mit der Suche nach der nächsten Maschine, die wir bauen können. Das ist, genau, wir wollten die Bad Box. Aber da ich für die Bad Box etwas mehr Zinn brauche, gehe ich jetzt gleich wohl wieder, gehe ich jetzt dann gleich in die Mine. Also ich stoppe dann wieder die Aufnahme und gehe in die Mine, bis ich halt eine gute Anzahl an Zinn habe und komme dann wieder. Und ich glaube, nee, ich mache jetzt keine neue, also ich stoppe jetzt nicht, ich warte einfach nur kurz, bis mein Mining Drill voll ist, dann kann ich euch gleich zeigen, wie das ist. So, jetzt sollte er voll sein. Perfekt. Gut. Dann gehen wir mal kurz die Sachen ablegen, die wir nicht brauchen. Den brauchen wir, das nehmen wir lieber mit. Ich schmeiße jetzt einfach mal alles rein, was ich nicht brauche. Okay, das könnte vielleicht doch raus. Das brauchen wir doch nicht drin. So, Kabel können wir reinhauen. Dann haben wir noch ein paar Blöcke rein. Genau, wir sollten noch ein paar Fackeln machen. So, und Holz nehme ich mit. Die Hälfte zumindest. Okay, Fackeln. Nehme noch ein bisschen das Holz hier mit. Da schmeiße ich da rein. Vier von hier und vier von hier. Perfekt, das sollte schon mal reichen. So. Da Wasser zu gehen ist gleich so toll. Wie ihr seht, ich habe den Mineneingang noch nicht verbessert. Wäre jetzt eigentlich auch sinnlos, noch meine Meinung. So. Aber ich hoffe, dass wir am besten Diamanten finden, damit ich dann gleich mal einen Mining Drill aufbessern kann. Das noch während er so ziemlich voll ist. So, ich aktiviere dann gleich F3, weil ich auf der Stufe von ungefähr. Max mal, benutzen wir mal. Also, er sagt uns, dass hier irgendwo nichts wirklich so Teures in der Nähe ist. Hier noch nicht. Ah, da ist irgendwas, was ungefähr die Stufe 4 hat. Also, Stufe 4 hat zum Beispiel. Also, Kies hat einen EMC-Wert von Stufe 4. Somit könnte da unten Kies sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. 320. Jetzt mal. Ups. Nein. Ah, da hinten ist Eisen. Das weiß ich. Ich baue es mal kurz mit dem ab. Weil ich das Ding noch kaputt machen kann. Also, er hat gesagt, es ist Eisen oder Zinn. Das hat die gleiche, den gleichen EMC-Wert. Und Kupfer ist 85. Ist etwas, also, sagen wir so, billiger als Eisen und Zinn. Und hier haben wir Eisen und Zinn. Und dieses Divining Rod, das hilft einem echt bei Minen gehen, weil man da sehr schnell an Ressourcen kommt. Und sozusagen nicht unnötig irgendwo reinhauen kann. Wie es aussieht, gibt es da vorne mehr Kupfer. Bauen wir mal kurz mit dem. Wie ihr sehen könnt, er braucht halt schneller. Ich glaube, das ist sogar schneller als eine Eisenaxt. Also Eisenpickaxe meine ich. Aber trotzdem. Das ist ein Emerald, habe ich gerade schon mal gesagt. Habe ich gleich schon mal auch abgebaut. Diese Edelsteine, die so gut sind wie Diamanten, aber nicht so lang halten. So, mal schauen. Gibt es vielleicht irgendwas Tolles noch? Komm schon, ein Diamanten. 23. 320 ist, glaube ich, Redstone. Okay, mal sehen, was ist. 23 sollte davon sein. Yep. Ah, wir haben es. Redstone ist es. Ich glaube, das ist cool, oder? Oh, schade. Es gibt noch sowas wie Tungsten. Hat ungefähr die gleiche Textur von Kohle, aber hat einen EMC-Wert von 16.000. Noch irgendwas. Das bringt, also mit dem kann ich irgendwie nichts bauen, mit dem Tanzen. Noch nicht. Sollte irgendwie, irgendwann sollte damit irgendwas machbar sein. Ich habe keine Ahnung wann und ich habe keine Ahnung was. Aber als EMC Spender ist er sehr gut.
Und Tungsten wird als Erz angezeigt. Also, wenn man ihn abbaut, hat man halt so einen Erzblock von Tungsten. Genauso wie bei allen anderen Erzen. Oh, verdammt. Ach, ich habe schon wieder vergessen, auf die Uhr zu drücken. Ich glaube mal, es sind so 5 Minuten vorbei. Mal sehen. So, mal nach oben wieder. Aber wie ihr sehen könnt, der Mining Drill, der ist sehr schnell leer. Der Diamond Mining Drill hält genauso lange, also gar nicht lange. Da ist Gold. Ah ja, da ist es. Ich wollte gerade nachprüfen, wo es ist. Und der Divining Rod, das geht natürlich nur in eine Richtung, geradeaus. Normalerweise geht es ein Block nach rechts und ein Block nach links dazu. Wie es aussieht, gibt es da Redstone und Eisen. Redstone? Ja. Eisen? Nein, nicht wirklich. Ah, Gold. Wie toll. Und es geht normalerweise nicht ganz so hoch, also nicht ganz hoch. Von der Divining Rod gibt es 3 Stufen. Ups, falsche Taste. Divining. Die Schwächste, dafür braucht man Covalence-Taste. Jede einzige Dust heißt genauso Covalence-Taste. Also, da braucht man einfach nur Holzkohle und Plastisch. Das ist wichtig, es ist Holzkohle, keine normale Kohle. Der normalen, den anderen Covalence-Taste, den man mit Eisen und Redstone macht. Und der letzte Covalence-Taste ist dann Kohle mit Diamanten. Und das ist auch die beste Divining Rod. Das Gute an diesem komischen Covalence-Taste, der heilt sozusagen. Ja, Diamanten. Ich baue erstmal kurz das Redstone ab. Der heilt die Werkzeuge. Ich komme gleich natürlich zum Diamanten. Erstmal die unwichtigen Ressourcen wegtun, damit sie den Schimmer vom Diamanten nicht stören. Aber ich hoffe, das sind mehrere Blöcke als und nicht nur eine. Darunter kann natürlich nichts mehr sein. Wir haben nur noch eine Hoffnung, dass es das mehr als nur ein Block ist. Ja! 3 Stück! Super. 1, 2, 3. 4 Stück sogar. 4. Perfekt. 4 Stück. Zinn, wie viel haben wir da schon? Na, das war sogar Silber, kein Zinn. Da ist Zinn. Genau. 4 Stück, das ist wenig. Ich werde mal weiter meinen. Hey, der ist Silber. Silber, eher gesagt. Hat einen EFC-Wert von 512. Also ich habe natürlich mit dem Mod schon längst gespielt. Ohne natürlich irgendwie eine Aufnahme zu machen oder so, das habe ich. Mit das mit den Aufnahmen bin ich erst vorher sind mir da die Gedanken zu kommen, mal ein Let's Play zu machen. Und da weiß ich natürlich schon längst, was ist. Und die EMC-Werte ergeben sich, glaube ich, davon, wie selten es ist. Und zum Teil deswegen, zum Beispiel, Gold ist 4-mal Eisen. Na, ist 8-mal Eisen, genau. Und Diamanten sind 4-mal Gold. Das weiß ich so her. So schon. Okay. Y-Achsen 9. Ja gut, das passt. Auf der Höhe bleibe ich. Und ich werde jetzt mal ein bisschen off-cam, also ohne Aufnahme, weiter in die Mine rummachen. Kurze Aufnahme. Ich habe Tungsten gefunden. Nicht gerade sehr weit weg, und das waren vielleicht ein paar Sekunden. Nach, ja, eine Minute so ungefähr, nachdem ich aufgehört aufzunehmen. Da irgendwo davon ist Tungsten. Doch, dann weiter vorne, oder? Ja, da vorne ist Tungsten. Ich hole gleich das Kupfer. Und wie wir sehen, haben wir hier Silber und Tungsten. Bei der dritten Aufwertung haben wir erstens mal eine größere Reichweite von der Divining Rod. Und es zeigt einem 3 Sachen an. Das Beste, das Zweite und das Dritte. Also halt von den EMC-Werten. Noch mehr Tungsten. Cool. Ich fange mal mit der wieder ab. Bis jetzt habe ich noch keine weiteren Diamanten gefunden. Leider. Genau, da war unser Kupfer. Falls ihr rumfragt, welche Mod das ist Equivalent Exchange.
Da ist die Divining Rod dabei. Bei Equivalent Exchange gibt es überhaupt die richtig coole Items. Diesen, also so richtig verrückte Items, eher gesagt. Oh, Lapis, cool. Lapis hat einen EMC-Wert von 48 zu 56. Ich verstehe es auch nicht ganz, also der Wechselung der EMC-Wert immer wieder. Obwohl Lapis einen höheren EMC-Wert an sich hat. So hat. Seht ihr zum Beispiel hier. Jetzt verstehe ich auch nicht wieso. 128, das sollte vorne Kohle sein. Da seht ihr halt, die Reichweite ist nicht so hoch, ansonsten hätte er gesagt, dass Redstone das größte ist. Also den besten Wert hat. Und hiermit stoppe ich wieder die Aufnahme. So, bin wieder da. Ich wollte euch kurz zeigen. Hier, der Mining Drill wird leer und der baut jetzt wirklich richtig langsam ab. Das bringt nichts. Ich baue kurz das Eisen hier ab. Und dann gehe ich hoch und zeige euch gleich halt ein paar verschiedene Werkbanken. Und ich habe mir gerade das kurze Video angeschaut, was ich vorher aufgenommen habe. Und auch bemerkt, ich habe wieder Sprachfehler, sag ich mal so, gemacht. Wie gesagt, kommt davon, wenn man einfach nur daher redet. Da ist es wirklich problematisch. Und ich glaube, ich sollte auch etwas deutlicher sprechen. Ansonsten kommt sowas raus. Okay, da ich nur noch 4 Minuten Aufnahmezeit habe und ich habe wieder vergessen, auf eine Uhr zu drücken. Also ich mache so ungefähr 4 Minuten noch. Und ich werde danach keine neue Aufnahme machen, das mache ich jetzt wieder morgen. Und eine wichtige Sache, ich werde nicht jeden Tag aufnehmen, weil ich das nicht machen kann. Aber ich versuche halt so oft wie möglich aufzunehmen. So, gut. Und ich, wie gesagt, mache gleich wieder ein paar verschiedene Werkbanken, die mir wirklich helfen können. So, rüber. Die kosten wirklich nicht sehr viel, sind sehr billig, aber auch sehr toll. Dafür brauche ich einfach nur genug Holz. Gut, das mache ich. Als erstes mache ich halt die normale Werkbank. Da drüben brauche ich noch so eine. Und dann brauche ich gleich nochmal zwei davon. So. Das mache ich gleich alles ganz zu Holz. Für die eine Werkbank brauche ich eine Kiste. Ich glaube zwei Stück glatte Stein. Mal sehen. Wird nicht angezeigt. Egal. 1, 2, 3. Genau, Architekt. Vielleicht war das. Ah ja. Ah ja. Es werden wohl drei Steine gewesen sein. Drei Steine. Ich mache jetzt mal kurz die andere Werkbank. Die braucht Gears. Davon brauche ich 4 Stück. Das sind halt Zahnräder. In Zahnräder gibt es einen Stein, Silber, Gold und Diamanten und diese Gears gleich. Könnt ihr sehen? Hier, Wooden Gear, Stone Gear. Dafür brauche ich einen Wooden Gear und dann einen Stein rumrum. Und das gleiche halt bei allen anderen. Dafür für ein Eisengear brauche ich Stone Gear mit Eisen. Ja, mit Eisen. Goldgear brauche ich Eisengear mit Gold. Und die Diamondgear auch sehr teuer. 4 Diamonds. So, 4 Stück brauche ich davon. Die Werkbank dazwischen. So, Automatic Crafting Table. Werde ich später auch öfters benutzen. So, ich glaube, das ging so. Dann die Kiste hier hin. Holz, Holz. Schau ich den Project Table. So, stelle ich dann gleich mal hier hin. Die normale Crafting Table, die ich brauche. Dann Automatic Crafting Table und Project Table. Das Coole ist an diesen Crafting Tables ist halt die normale, das wisst ihr halt, was die macht. Man kann halt was damit machen. Bloß wenn man halt was kurz gesehen hat, was man irgendwas Neues braucht, also was anderes braucht und das vergessen hat und rausgeht, ja, scheiße, das fällt alles raus. Aber hier ist es so, hier kann ich reinlegen, weggehen, meine Ressourcen holen, wieder reinschauen, perfekt, es ist wieder, es ist da. Und das geht halt, fällt nicht raus. Und diese Crafting Table ist cool, weil ich kann hier jetzt Holz hin tun,
jetzt sein und das so lassen. Und dann, wenn ich hier zum Beispiel mal ein paar Stöcke habe, also ist das gleiche wie bei dir, wenn ich bloß ein paar Stöcke habe, ziehe ich raus. Es benutzt das Holz, was hier drin ist, nicht das Holz. Und sozusagen, das kann ich dann immer wieder machen, bis ich halt kein Holz mehr habe. Und wenn ich hier kein Holz mehr habe, benutze ich das letzte Holz oder die letzten Ressourcen, die hier drin sind. Aber ich brauche nicht mehr Stöcke. Und bevor ich noch die Aufnahme, ja, ich muss dann gleich wieder die Aufnahme ausmachen. Bevor ich das mache, yay, Diamond Drill. Und den lege ich mal zum Aufladen hier rein. Sollte langsam aufgeladen werden. Und ich werde, glaube ich, dann nochmal von dieser Folge bis zur nächsten Folge auch etwas länger in die Mine reingehen. Dort mehr Ressourcen rausholen. Da mit meinen Gummibäumen spielen. Also ich meine, mit denen arbeiten, eher gesagt. Das klang halt voll etwas komisch. Was ist das Besondere an Gummibäumen? Erstens mal, sie tun sehr selten solche Setzlinge fallen lassen. Nicht so oft wie die. Pro Gummibaum bekommt man vielleicht 0 bis 2 Setzlinge. Wenn man Glück hat. Und wenn da auch viele dieser Blätter da sind. Und das haben die halt, die Gummibäume. Da braucht man kurz ein Werkzeug. Ich könnte es vielleicht sogar noch ganz schnell automatisch bauen. Also ein elektronisches Werkzeug. Ich versuch's mal. So schnell wie es geht. Gut, brauche ich Holz noch. Hoffentlich schaffe ich es noch in einer halben Minute. Perfekt. Und ich schaff's nicht, weil ich leider ein paar Ressourcen brauche. Ich zeig's euch einfach mal. Hier genau. Tree Tap, da. Electric Tree Tap wollte ich bauen. Aber dafür habe ich jetzt gerade nicht die Ressourcen, nicht fertig gebrannt. Und da gehe ich einfach nur hin und ziehe das Sticky Resin einfach vom Baum ab, indem ich auf nur rechts klicke. Aber das will ich jetzt nicht machen, weil ich gleich in der nächsten Folge am besten eine automatische. Nicht automatisch, sondern eine elektrische Tree Tap bauen will. Weil das ist auch so unzerstörbar und braucht nur Energie. Ansonsten geht es halt kaputt und dafür habe ich keine Lust. Und das Ding verschwindet erstmal, das sieht man nicht. Und danach, nach einer Zeit, kommt es wieder. Man kann wieder hier rangehen und das Ding entfernen. Gut, und hiermit stoppe ich meine Aufnahmen. Bis zur nächsten Folge.